Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Hallo, liebe Elektroautofahrer, grüßt euch. Heute gibt es unter anderem einen Tipp vom Stefan, wie man in Frankreich für 25 Cent pro Kilowattstunde laden kann an HPC-Ladern. Und hat mir der Franz doch geschrieben, wie man für 30 Cent bei Aral, EnBW, Ionity und weiteren Ladern preiswert laden kann. Und ich würde mich auch heute wieder freuen, wenn ihr das Video eben durchschauen würdet. Und über einen Kommentar oder Like würde ich mich echt freuen, weil nur das pusht hier den Kanal ein bisschen hoch und davon kann man zum Schluss alle profitieren. Und vielen Dank schon mal dafür. Hier ein paar Produktempfehlungen mit entsprechenden Rabattcodes. Damit könnt ihr bares Geld sparen und unterstützt damit auch meinen Kanal. Vielen Dank dafür. Und neu dabei, Testy Supply mit 15% Rabatt im Sommer. Jetzt nochmal so eine kleine Anmerkung. Ich habe jetzt am 5.9. und am 9.9. zwei Shorts rausgebracht mit, denke ich, doch ganz guten Angeboten. Wenn man hier reinschaut bei dem einen Video, das haben nur 1.433 Leute von 7.200 überhaupt angeguckt. Dann denke ich mir, ist das für euch nicht interessant oder schaut ihr keine Shorts oder habt ihr hier dementsprechend die Benachrichtigung falsch eingestellt? Weil man kann ja bei der Glocke auf alle drücken, kriegt man eben alle auch Shorts angezeigt. Oder sind eben die Shorts für euch einfach uninteressant? Ich weiß es halt nicht. Dann mal ein Update zum MyRenault. Da konnte man sich ja in der App registrieren ohne die FIN und kann dann bei Ionity laden für 39 Cent pro Kilowattstunde bei 4,99 € pro Monat. Das haben jetzt schon einige Leute genutzt. Ich habe mich am 26.08. angemeldet. Bis jetzt habe ich noch keine Ladekarte erhalten. Ich habe dann mal telefonisch nachgefragt, habe meine ganzen Daten angegeben und da haben die mir zurückgeschrieben, dass leider momentan aufgrund der hohen Nachfrage, keine Ahnung warum, eben jetzt zur Verzögerung kommt bei der Auslieferung der Ladekarte. Und die haben mir noch angeboten, dass sie mir eben diesen Betrag von diesem Erstmonat erstatten wollen. Man soll eben Beleg schicken, dass eben das abgebucht wurde und soll dann dementsprechend sein IBAN und seine BIC mit angeben. Dann bekommt man es eben erstattet. Also auch relativ kulant, muss ich sagen. Aber wie es halt immer so ist bei meinen Tipps hier in den Videos, dass eben spontan da einige hundert Leute sich eine Ladekarte bestellen. Die sind halt überhaupt nicht darauf vorbereitet, haben wahrscheinlich die ganzen Ladekarten gar nicht auf Lager und muss sich halt wirklich gedulden, aber ich glaube, die Ladekarte kommt noch. So, kommen wir heute mal zu dem Angebot von IE Charge. Das hat mir der Stefan zukommen lassen, das Angebot. Vielen Dank dafür. Da kann man hier in Frankreich an sehr vielen HPC-Chargern bis zum Jahresende für 25 Cent pro Kilowattstunde laden. Ich zeige das ganz gerne mal in der App. So, jetzt habe ich mal die App gestartet. Hier in Frankreich sind doch eine ganze Menge HPC-Ladestationen hier enthalten. Jetzt kann ich mal hier mal gerade mal hier reinzoomen Richtung Colmar. Ist ja auch so meine Lieblingsecke hier im Elsass. Klicke ich mal hier drauf. Da unten gibt es einen CCS-Anschluss. Und da wird hier oben angezeigt 25 Cent pro Kilowattstunde von 12. September bis 31.12.2024. Und ansonsten steht unten drunter 30 Cent. Also selbst hier außerhalb von dem Zeitraum sind 30 Cent doch durchaus akzeptabel. Was halt kleinerer Nachteil ist, das ist nicht direkt an der Autobahn. Eben so ein bisschen im ländlichen Bereich, aber immerhin, wenn man hier in Frankreich unterwegs ist, kann man, denke ich mal, doch einige Ladestationen nutzen. Was sagt ihr dazu? Dann haben wir hier noch das Angebot von EWE Go. Wahrscheinlich hat es schon rumgesprochen, aber ich bringe es halt trotzdem nochmal auf meinem Kanal. Da kann man hier ab 1. November hier bei allen EWE Go Ladestationen für 52 Cent pro Kilowattstunde laden und dann die Partnerladesäulen für 62 Cent. Das ist allemal preiswerter wie mit der neuen ADAC-Ladekarte, wo man bis zu 89 Cent bezahlen muss und eben gucken muss, was kostet an der Ladesäule, was kostet hier. Hier ist man eben maximal mit 62 Cent dabei, da ist man wirklich auf der sicheren Seite und die kann man durchaus weiterempfehlen. Was ich auch weiterempfehlen kann, ist meine Lieblingsladekarte, die Electroverse-Ladekarte. Die hatte ich ja im Dezember 2023 hier erstmalig vorgestellt als erster YouTuber. Die kann man halt im Urlaub sehr schön nehmen, wenn man irgendwo Sightseeing macht in einem Ort, muss nicht nach 3 Stunden zur Ladesäule zurückrennen und kann wirklich mal das Auto auch mal 5 Stunden stehen lassen und muss halt nicht extra umparken. Jetzt setze ich meinen Filter für die ChargePoint Ladesäule. Da gehe ich links oben auf den Filter drauf. Dann kann man ja unten Betreiber auswählen. Da geht man hier in der Mitte drauf. Da muss man unten ChargePoint auswählen. Das ist natürlich eine ganze Menge an Anbietern. Mal gucken, ob ich schnell finde. Moment. Charge Point, genau. Nehmen wir mit denen hier dazu. So, und jetzt mal gucken, wo die Charge Point Ladestationen sind. Hier ist ja mal einer. Und da steht dabei kostenlos. Okay, gibt da kostenlose.
Nee, mal gucken, hier oben bei Hanau. 46 Cent an einem AC-Lader. Also das sind durchaus schon noch Preise, die aktuell noch in Ordnung sind, finde ich. Abgesehen von Aldi, Lidl, Kaufland, das ist ganz klar. Hier 46 Cent. Und da haben wir hier auch 46 Cent. Also für AC-Laden ist das gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und wie gesagt, hier unten drunter steht nichts von Parkiergebühren. Das müsste nämlich direkt hier unten drunter stehen bei dem Preis von 46 Cent. Das habe ich schon mal irgendwo bei einem Ladepunkt mal entdeckt. Aber bei den meisten, sagen wir so 99% Minimum, sind keine Parkiergebühren dabei. Und das nehme ich halt, wie gesagt, sehr gerne im Ausland, wenn ich irgendwo mal, keine Ahnung was, nach Siena in die Stadt reingehe, will halt auch laden. Dann nehme ich so eine Ladekarte sehr, sehr gerne. Und ihr bekommt 5 Euro Gutschein, wenn ihr euch über den Link registriert. Den mache ich euch mal in die Videobeschreibung mit rein. Das bekommt da dann die 5 Euro nach der ersten Ladung. Und ich denke mal, dafür, dass die Ladekarte nichts kostet, ist das schon mal eine schöne Idee. Dann kann man natürlich noch diese NorthE-App empfehlen. Die Abonnenten von mir kennen das natürlich schon, aber ich will es ganz gerne mal zeigen, weil es gibt natürlich auch neue Abonnenten bei mir. Hier kann man zum Beispiel laden bei 3Force für 44 Cent an AC oder hier bei Valence gibt es auch mehrere Ladesäulen für 51 Cent pro Kilowattstunde oder hier bei ChargePoint Austria für 38 Cent nur. Dann habe ich hier noch Linke Nivirta Oy, das sind die Ladesäulen, die eben bei Pfalzwerken stehen und hier noch Charge Cloud für 43 Cent. Und hier dann nochmal Quello, die kennt die Ladesäule mit diesem Kabeltrommel dran, für 43 Cent. Um diese entsprechenden CPOs zu finden, eignen sich am besten die Electroverse-App oder eben auch die ChargeMap-App, um das eben dementsprechend zu filtern. Der nächste Tipp kommt vom Tippgeber Franz. Das geht hier um die Filipri Mobility-App. Und zwar ist es so eine Tank- und Lade-App, so eine kombinierte, mit der man auch hier das Auto waschen könnte etc. Da gibt es hier natürlich noch so einen Einladungscode, den mir hier der Franz zugeschickt hat. Den kann man hier gerne verwenden und kann dann quasi hier bis zu 3 Leute werben. Dann muss der Geworbene für 20 Euro tanken oder geladen haben. Und dann bekommt jeder von den jedigen 10 Euro als Amazon-Gutschein zugeschickt später. Das heißt, es können 10 Euro quasi als Werber gewonnen werden. Das hier ist der Code von Franz. Ich habe jetzt keinen hier eingetragen. Wenn man die App hier halt installiert und startet, kann man zunächst hier diese Zahlungsoptionen hier festlegen. Ich konnte hier Apple Pay wählen oder eben auch PayPal, was ich ganz praktisch finde. Wenn man die App öffnet, hat man hier wirklich 100.000 Ladepunkte drin. Das ist schon Wahnsinn. Probieren mal gerade zu gucken, ob es hier Richtung Österreich auch Ladepunkte gibt. Tatsächlich hier Salzburg gibt es um die 132 Ladepunkte hier rundherum. Hier Richtung Linz gibt es wohl ein paar wenige. Leider ist der Seitenaufbau nicht allzu schnell. Was haben wir hier runter? Richtung Schweiz, ich glaube ich nichts. Aber hier Richtung Bodensee ist einiges dabei. Hier unten im Breisgau, oh doch einige hundert. Richtung Frankreich wohl keine dabei. Aber hier im ganzen Bundesgebiet. Jetzt habe ich mal geguckt bei meiner Ladesäule hier am Ort. Da steht 30 Cent pro Kilowattstunde dran von MVV, aber eben auch Blockiergebühren ab 240 Minuten für 11 Cent pro Minute, also ab 4 Stunden. Muss man natürlich akzeptieren. Dann hier Aral Puls, egal, für 3 Cent pro Kilowattstunde. Hier HBC 300 kW, das ist ja nicht schlecht. Was habe ich hier noch gefunden? Ionity 350 kW, auch für 30 Cent. Dann EnBW Mobility, auch 30 Cent. Au, oh, wow. Dann Valence, kennt man ja auch 30 Cent. Dann habe ich hier noch gefunden Quello, das sind ja diese Ladesäulen mit dieser Kabelrolle dran, auch für 30 Cent, aber auch mit Blockiergebühren. Und last but not least, die ganzen Pfalzwerke und 123 Energy-Ladesäulen, die bei den ganzen Baumärkten Globus, Hornbach und Decathlon, wie sie alle heißen, stehen, auch alle für 30 Cent. Und das ist ja wohl echt der Hammer, oder? So, das war's erstmal für heute. Viel Spaß für euch. Ciao, ciao.